Herzlich willkommen im X-Lab. Heute möchte ich mal wieder ein Update zum RA4-Prozess bringen. RA4-Prozess, das ist der Umkehrprozess, bei dem man auf Farbpapier fotografiert, und zwar direkt in der Kamera und dann durch einen speziellen Umkehrprozess positive Farbbilder bekommt. Das sind Unikate, die farblich vielleicht so ein bisschen wie abgelaufene Polaroid-Bilder aussehen. Und das gefällt mir sehr gut und das ist ein Thema, über das ich heute sprechen möchte. Das Schöne an der Großbildfotografie ist ja, zumindest für mich, dass man da auch sehr viel selber dran basteln kann. Also man kann sich die Kameras modifizieren, man kann die Kameras an die eigenen Bedürfnisse anpassen, und zwar insbesondere dann, wenn es sich um Holzkameras handelt. Ich habe ja schon über die Kameras öfters gesprochen und ich habe auch schon erzählt, wie ich diese 13x18 Kamera, das ist eine sowjetische Kamera, die in der Ukraine produziert wurde, wie ich die zum Beispiel umgebaut habe, dass ich Standard 13x18 Planfilmkassetten verwenden kann, und die verwende ich eben für meine RA4 Papiere, die es auch im 13x18 Format gibt. Eine weitere ganz neue Modifikation habe ich jetzt hier vorne am Objektiv angebaut. Dazu muss man erstmal kurz erklären, warum ich das gemacht habe. Ich habe hier so einen Adapter gebaut, mit dem ich das Objektiv zum einen natürlich sehr schön verschließen kann, aber das Wichtigste dabei ist, es ist ein Filterhalter. Und wir brauchen ja beim RA4-Prozess Filterung. Jetzt ist es so, dass man ja idealerweise die Filter in der Kamera verwendet, aber beim Verwenden von diesem neuen Rückenteil, wo ich eben mit Kassetten arbeite, müsste ich jedes Mal dieses Rückteil abbauen, den Filter rausnehmen, scharf stellen, Filter wieder rein, Rückteil wieder dran. Und das ist sehr aufwendig, besonders wenn ich unterwegs bin. Und da ich jetzt im Moment gerade viel unterwegs bin für mein neues Projekt, ist es für mich einfacher, die Filter vorne einzustecken. Ich habe dazu mir eine Filterbox gebaut und das ist jetzt einer der Filter, die ich dann auch beschriftet habe. So kann ich mir zum Beispiel auch Filter für verschiedene Anwendungen zusammenstellen und kann die hier vorne einstecken. Zum Scharfstellen, der Filter nimmt ja Licht weg, zum Scharfstellen ziehe ich den einfach ein Stück raus, stelle scharf, mache den wieder rein und dann kann ich belichten. Das Problem ist, ich kann jetzt den Deckel des Objektivs nicht mehr verwenden, um ja, zu belichten, also aufzumachen, zu zählen, mehrere Sekunden dann wieder zuzumachen. Und dafür habe ich mir was überlegt. Der Schieber, den ich vorhin verwendet habe, hier zum Abdichten des Objektivs, ist nicht geeignet, weil der beim Rausziehen und beim Wiederreinstecken einfach auch wackelt. Also das geht nicht. Deswegen habe ich mir aus ganz leichtem Material hier so eine Klappe gebaut. Die wird einfach hier vorne draufgelegt. Jetzt ist die Kamera zu. Ich nehme den Schieber raus. Zähle bis 2, 3, 4, irgendwas und mache wieder zu. Was natürlich nicht geht, sind Belichtungszeiten unterhalb einer Sekunde. Aber die brauchen wir im Normalfall auch nicht, weil wir ja eine ISO von ungefähr 3 haben bei dem Papier. Dazu kommt noch der Filter. Also mehrere Sekunden Belichtungszeit sind eigentlich immer üblich. Ich bin jetzt unterwegs, mache Aufnahmen in der Stadt, die so ein bisschen mystisch wirken, gefallen mir sehr gut, gerade mit dem Prozess. Darüber werde ich später nochmal ausführlich berichten. Ich möchte noch kurz berichten, ich habe das Tutorial, was Sie ja bei mir auch käuflich erwerben können, zum RA4-Prozess geupdatet. Die Version 2, die enthält jetzt auch Informationen zum Schwarzschild-Effekt. Was ist der Schwarzschild-Effekt? Der Schwarzschild-Effekt, das ist der Effekt, dass man ab mehreren Sekunden Belichtungszeit, was wir ja hier machen, eine Reduzierung der Empfindlichkeit bekommen. Also in der Praxis ist es so, wenn der Belichtungsmesser zum Beispiel sagt, eine Minute belichten oder 30 Sekunden belichten, dann kann es sein, dass die Belichtung nicht stimmt, sondern dass das Bild unterbelichtet ist. Warum? Weil ab ca. 10 Sekunden vermutlich also das ist bei jedem Film anders, das habe ich getestet, die Ergebnisse finden Sie im Tutorial, dass ab einer bestimmten Zeit, nehmen wir mal an, 10 Sekunden, 30 Sekunden, die Empfindlichkeit des Filmes zurückgeht. Das heißt, wenn der Belichtungsmesser sagt, 30 Sekunden belichten, dann kann es eben sein, dass man 2 Minuten belichten muss, um auf die richtige Belichtung zu kommen. Also die Empfindlichkeit der Silberhalogenide lässt bei Langzeitbelichtungen nach. Diesen Effekt habe ich ausgetestet. Die Ergebnisse gibt es im Tutorial.
Und es gibt noch eine zweite Sache, die neu ist. Ich habe, weil ich ja, wenn ich außerhalb fotografiere, immer Belichtungsreihen mache, habe ich natürlich auch überbelichtete Bilder. Und bei den überbelichteten Bildern ist mir aufgefallen, dass in den Lichtern, also in den hellen Bereichen, die Entwicklung sehr langsam vor sich geht. Also es geht jetzt um die Farbentwicklung, die Entwicklung mit dem Farbentwickler. Diese Entwicklung muss so verlängert werden, dass sich sowohl die Details in den Lichtern auch tatsächlich ausbilden können. Und ich habe gemerkt, dass auch die Farbintensität der Farbkanäle, also der Farbschichten im Bild, sich auch erst sehr langsam und ganz am Schluss ausarbeiten, besonders in den hellen Bereichen. Und da bin ich eben experimentell dazu gekommen, dass man, wenn man den Farbentwickler des RA4-Prozesses, der ja normalerweise mit höheren Temperaturen angegeben ist, wenn man den bei Zimmertemperatur verwendet, was ich mache, weil es sehr einfach ist, insbesondere auch bei Workshops, dass man dann eben statt den angegebenen 45 Sekunden Entwicklungszeit bis zu 2,5 oder 3 Minuten entwickelt, dass auch wirklich alles ausentwickelt ist. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich, für alle, die eben mit diesem RA4-Prozess arbeiten. Und vielleicht haben Sie ja jetzt auch ein paar Ideen bekommen, wie man die eigene Kamera modifizieren kann. Und ich denke, mit ein bisschen handwerklichem Geschick lässt sich da sehr viel machen. Falls Sie das Tutorial bereits gekauft haben, bekommen Sie von mir kostenlos ein Update. Aber bitte melden Sie sich. Ich weiß nicht, ob ich alle Tutorials, die versendet wurden, auf dem Schirm habe. Melden Sie sich, kriegen Sie kostenlos das Update. Und das werden Sie auch bei den nächsten Updates kostenlos bekommen. Ich bedanke mich auch diesmal wieder fürs Zuschauen aus dem X-Lab und der X-Lab Akademie. Ich bin Rüdiger Schestag.